Fensterplatz. Fensterplatz. Gehorsam kennt sie nicht, mit Bullen redet sie nicht. Leutnants mag sie nicht, Deutschland ekelig. Und schuld ist die Bild, schuld ist die CSU. Touristenattraktion, Stoiber und die NSU. Jetzt heißt es gleich, sie ist undifferenziert. Doch sie will nicht studieren, sondern Pöbeln kultivieren. Sie ist die alte Frau, die fluchend aus dem Fenster hängt, die Blumentöpfe schmeißt, wenn die grüne Wand in die Demo drängt. Sie reagiert über die Stränge schlagend und empört, wenn der Vermieter den Nachbarn nach 25 Jahren rauswirft. Sie kennt die Straßen noch, nebelig, voll Kohlegeruch, und ist jetzt irritiert von schicken Menschen und ihrem Loft. Sie zieht die nikotingelben Gardinen beiseite, nie war es ihr dreckiger. Müll blockiert den Fahrradstreifen. Sieht die DHL-Fahrer, wie sie sich mit den Paketen plagen. Mamas, die Kids-Gehwege voller Kinderwagen. Zur Arbeit Hetzende, plus die Partyletzten. Ihre Welt besteht aus flüchtigen Eindrücken und Gesprächsfetzen. Sieht frisch Verliebte nach dem Schluss, frisch Verletzte, begrüßt als Erste den neuen Tag, verabschiedet die rauen Nächte. Ist nicht gefragt, nicht gehört, nicht gesehen, im Viertel immer da, immer hier. Unbekannte in dem Viertel, gestern da, heute da, morgen noch in dem Viertel. Ungehört Erzählerin, stumme Stimme im Viertel. Und von ihrem Fensterplatz hört sie alles draußen, fühlt den Herzschlag, den Puls, wenn es laut wird. Von ihrem Fensterplatz schaut sie auf die Welt herab. Dem Viertel würde etwas fehlen, wäre da nicht die Dame an ihrem Fensterplatz. Fensterplatz. Jeden Morgen nimmt sie an ihrem Fenster, fühlt den Herzschlag, den Puls, wenn es laut wird. Ihr Fensterplatz ist das Fenster zur Stadt. Auf der Fassade drüben steht jetzt ACAB, passierte letzte Nacht, sie hat niemand gesehen. Es ist heutzutage lauter, es gibt öfter Tumult. Draußen gehen Flaschen zu Bruch, Randale ohne Grund. Sie bleibt in ihrer kleinen Wohnung, so oft sie kann. Zum Einkaufen gibt sie Nachbarin als helfende Hand. Ab und zu Spätverkauf oder rüber in den kleinen Park. Ansonsten braucht sie nicht viel außer dem Kissen auf der Fensterbank. Dann schaut sie, raucht viel, interessiert, was draußen vorgeht. Bauarbeiter grüßen sie, die nebenan auf der Brüstung stehen. Sie mag es, wie der Tag unter ihrem Fenster langt. Sieht verschiedenste Szenarien, doch selber nicht Teil von ihnen. Sie sieht den Postboten, er bringt ihr einen Brief. Weißer Umschlag mit dem Stempel des Vermieters drauf. Sie ist leicht irritiert, macht ihn zögerlich auf. Eigenbedarf, in 3 Monaten muss sie raus. Und von ihrem Fensterplatz hört sie alles draußen.